Meine lieben Freunde, meine lieben Follower, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und mein Webteam hat mir erzählt, dass sich momentan doch einige Fake-Accounts auf meinen Social-Media-Seiten befinden. Und dazu möchte ich gerne Folgendes erwähnen. Als Thomas Anders werde ich euch niemals nach persönlichen Daten fragen. Ich werde auch niemals E-Mail-Adressen abfragen. Ich werde nie nach Kontodaten fragen. Ich werde auch nie nach Geld fragen. Deshalb bitte wehrt euch dagegen. Wenn ihr so eine Seite seht, lasst sie sperren und bitte fallt nicht darauf rein, weil ich bin es nicht. Als Garantie, dass der Original Thomas Anders eine Message an euch bringt, dazu steht bei Instagram und natürlich bei Facebook der blaue Haken, das bedeutet, es ist der Original. Und bei YouTube ist es die kleine Note. Das bedeutet auch, das ist der echte Thomas Anders. Also nochmals, bitte, bitte nicht reinfallen. Es sind alles Betrüger, die aufgrund meines Namens versuchen, an Geld zu kommen. Und ihr werdet im Grunde damit betrogen. My dear friends and my dear followers, I just back from holidays and my web team told me that there are some fake accounts on my social media pages. So for this I would like you to know that I will never ever ask for personal informations or maybe for personal dates with you. I will never ask for an email address or for some account numbers, whatever. And I will never never ask for money. So that you know this is the original Thomas Anders, you should take care about the blue hook on Instagram and on Facebook behind my name, behind Thomas Anders Official, and on YouTube you will find a music note behind it. So this is the original me. So all the rest is fake and this is criminal thinking. So please take care and I hope we see each other pretty, pretty soon.